Ja! Wahnsinn, das war's jetzt. Die Highschool ist endgültig Geschichte. Echt, Mann, wer hätte gedacht, dass unser Abschlussjahr so schnell vorübergeht? Wenn doch unsere Zeit in der Beth High nie zu Ende gehen würde. Aber so läuft das nicht. Wer weiß, vielleicht läuft's ja doch genauso. Ich kann nicht glauben, dass wir jetzt getrennte Wege gehen. Ich bin trauriger als damals, als ich versehentlich Olli in die Waschmaschine gesteckt habe. Nur keine Sorge, Alex. Wir treffen uns doch noch. Jedenfalls auf unseren Missionen. Aber das ist doch nicht dasselbe. Wenn wir auf die Uni gehen und Clover auf diese Modeakademie, entwickeln wir uns doch immer mehr auseinander. Apropos auseinander. Wo ist Clover? Clover? Clover! Ich bin hier und ich kann mein Outfit für die Abschlussfeier nirgendwo finden. Ich muss es versehentlich eingepackt haben. Warum ziehst du denn nicht was anderes an? Du hast doch schließlich die größte Klamottenauswahl der ganzen Schule. Ja, es weiß doch sowieso keiner, was du anhast, weil es unter deiner Abschlusskluft versteckt ist. Hallo, ich weiß es. Und als zukünftige Studentin der Modeakademie trage ich ein Maß an modischer Verantwortung. Und jetzt kommt endlich her und helft mir suchen. Seit wann weht die Meeresbrise auch im Haus? Irgendwas sagt mir, dass dieser Sturm eher auf unnatürliche Weise entstanden ist. Und ich bin mir sicher, dass der Sturm Hurricane Jerry heißt. Das ist doch verrückt. Wie kann uns Jerry am Tag der Abschlussfeier auf eine Mission schicken? Ehrlich gesagt habe ich heute eine Mission. Ich muss sie unbedingt pünktlich zu ihrer Abschlussfeier bringen. Pünktlich? Aber wir sind doch gar nicht spät dran. Ja, es ist erst 10 vor 8. Die Abschlussfeier ist doch erst um 11. Dem WUB-GPS-System zufolge ist es 10 vor 11. Was bedeutet, dass die Abschlussfeier in 10 Minuten beginnt? Wie ist denn das möglich? Mein Fehler. Alex, was hast du angestellt? Ich habe gestern die Uhr um 3 Stunden zurückgestellt, sodass wir länger aufbleiben und noch Zeit miteinander verbringen konnten. Ich habe nur vergessen, sie wieder umzustellen. Alex! Meine Güte. In diesem eleganten Aufzug sind wir garantiert die bestangezogenen Absolventen der Beth High. Aber hundertprozentig? Wo wollen Sie das Flugzeug denn landen, Jerry? Ich fürchte, dafür haben wir keine Zeit. Sie müssen leider springen. Oh, springen? Aber ich trage Pumps. Und ich trage Pantoffeln. Keine Sorge, Ihre Umhänge sind hochmoderne WUB-Fallschirme. Ein einfaches Ziehen an der Quaste genügt. Ich komme zur Abschlussfeier so schnell ich kann. Ciao! Bei dem Ding hier die Bremsen. Vergiss die Bremsen. Mach dich lieber auf eine Bruchlandung gefasst. Hey, war doch gar nicht so schlimm. Für euch vielleicht nicht. Ihr habt gerade mein Designer-Outfit ruiniert. Und dazu noch die meiner Abschlussjungfern. Ich kann's nicht erwarten, meinen Abschluss zu kriegen. Dann bin ich euch los, endlich los. Jerry! Ich hoffe, Sie hatten nicht gerade etwas Dringendes vor. Oh, wir wollten nur die wichtigste Entscheidung unseres Lebens treffen. Gut, das kann ja dann warten. Oh. Die Probe, die wir untersuchten, hängt mit einer Anti-Schwerkraft-Formel zusammen, an der die Internationale Raumfahrtorganisation in den 80ern arbeitete. Und deshalb haben sie uns hierher befördert, der X-Bruder. Hallo, Jerry, wir sind nur einen Knopfdruck entfernt. Ich hab da was gelesen. Die Forschungen wurden eingestellt, als der Astronaut, der das Projekt betreute, nie mehr von einer Mission zurückgekehrt ist. Ganz genau. Und niemand sonst konnte die exakte Formel richtig entziffern. Tja, der X-Bruder ist immer noch eine mögliche Option. Könnte ich die Formel bekommen? Ich würde gern dran arbeiten. Roter Alarm in Sektor 4, Jerry. Da ist noch ein anderer Diebstahl im Gange in einem Labor, das Leitsysteme herstellt. Aber sehen Sie, all diese Codes, das sind Laserpunkte. Wer das auch ist, der hat nicht mal den Bewegungsmeldealarm ausgelöst. Wie ist denn das möglich? Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie es wissen. Warten Sie, wir müssen erst wissen, wer von uns das größte Zimmer bekommt. Oh, das ist einfach. Wer? Durch Anschleichen unmöglich. Eine falsche Bewegung und sie wissen, dass wir da sind. Aber wie ist der Dieb hier vorbeigekommen?
Jetzt ist nicht gerade die Zeit zum Schminken, Clover. Also erstens gibt es niemals einen falschen Zeitpunkt für Schönheitspflege und zweitens benutzen wir den Spiegel nur, um die Strahlen abzulenken und den Weg frei zu machen. Das ist echt eine großartige Idee. Okay, eine schlechte Idee. Unglaublich, dass mein Spiegel mich im Stich gelassen hat. Bleib da stehen, jetzt kommt meine Idee. Ich dachte mir, vielleicht können wir ja sowas in der Art machen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. So ist der Dieb wahrscheinlich an den Strahlen vorbeigekommen. Er ist geschwebt. Aber jetzt schwebt er gerade nicht. Nicht so schnell, Schwerkraftflieger! Schon. Ich glaube, ich habe endlich die Formel entziffert. Ich bin jetzt in der Lage, die Polarität umzukehren. Alex, hinter dir! Oh, es hat uns! Oh. Ich bin zu jung, um wie eine Tomate zerschnippelt zu werden. Ich wusste, ich hätte beim Schwimmteam bleiben sollen. Also, das sieht nach einem unerwünschten Kurzhaarschnitt aus. Eingeben, oder? Also müssen wir den einfach neu programmieren. Gut, ihr kümmert euch um diesen Major-Nervbolzen und ich übernehme das hier. Ohne Schwerkraft würde mein Haar nie wieder so schön aussehen und das kann ich unmöglich hinnehmen. Ich weiß nicht so recht, Izos. Es sieht fantastisch aus. Weltraumkadett, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe dich schon erwartet. Anti-Schwerkraft bringt! Schon gut, schon gut. Was nützt denn Rache, wenn sie den Leuten auch noch Spaß macht? Na, wie fühlt man sich bei einer Niederlage? Sie Vollversager! Was los ist? Ein Welt-
Weltraumtrip am Tag reicht mir. Vielen Dank. Physik-Einführungskurs Schwerkraft. Coole Idee, Sam. Das war echt bungee-tastisch. Danke. Aber jetzt müssen wir einen Weg finden, auf dem wir vor Quivers am See sind. Vielleicht sollten wir vorher Jerry anrufen. Damit der Präsident herausfindet, wie tief wir uns reingeritten haben? Wohl eher nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Jerry, alter Junge, sieht so aus, als ob sie einen kämpfenden, sich windenden Größe 42er gefangen hätten. Vielleicht sollten wir es doch dabei belassen, Sir. Oder vielleicht sollten Sie das Staatsgefängnis in Maryland anrufen und den Gefangenen 34343 entlassen. Mrs. Quivers? Ich dachte, Sie hätten heute frei. Was ist denn hier eigentlich los? Was hier los ist, Mr. President, ist das Lösegeld für Ihre kostbare Tochter. Rufen Sie das Gefängnis an oder Maddie nimmt bei den Fischen Schwimmunterricht. Ich verstehe das nicht. Das müssen Sie auch nicht verstehen. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihr Handy rauszuholen und zu wählen. Jetzt! Das tut mir so leid, Sir. Meine Agenten hätten das unbedingt verhindern müssen. Hören Sie, hier spricht der Präsident. Stellen Sie mich zu Gefängnisdirektor Jenkins im Maryland Hochsicherheitstrakt durch. Direktor, hören Sie, Sie müssen... Da, runter! Direkter Treffer! Ah, nicht gut! Und jetzt zu dir, Robbie, Bobby oder wer auch immer! Gut abgestimmter Überfall, Freundin! Tut mir leid, an Ihren Fähigkeiten ein Boot zu lenken, müssen Sie noch arbeiten. Ha! Die Fahrt ist vorbei, Miss Nervbolzen. Nettes Fliegen fischen, Jerry. Ja, ich würde sagen, ich habe mir gerade den Fang des Tages geschnappt, Mr. President. Geht es Ihnen und Madison gut, Mr. President? Uns geht's besser als einem Leuchtkäfer am 4. Juli, dank der Spione und dem guten alten Jerry hier. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir zum Weißen Haus zurückfahren und uns einige Fische braten, die Sie gefangen haben, Mr. President? Vielen Dank, Mr. President, aber das wäre doch alles gar nicht nötig gewesen. Entschuldigung, aber wenn Sie Kopf und Kragen für meine Familie riskieren, sollen Sie dafür auch tüchtig belohnt werden. Keine Widerrede. Also wisst ihr, ich wollte nur sagen, es tut mir leid wegen vorhin. Ich habe mich in euch getäuscht, Leute. Ihr seid nett. Danke. Du bist auch ziemlich nett. Wissen Sie, Mr. President, nochmal wegen dieser Sache, dass ich zu Ihnen... Ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen, Jerry. Und Sie haben recht. Sie jetzt von Whoop abzuziehen, würde bedeuten, dem Land einen schlechten Dienst zu erweisen. Also akzeptiere ich hiermit Ihre offizielle Absage. Das tun Sie? Dankeschön, Sir. Vielen, vielen Dank. Also, dann heißt es jetzt wohl für alle auf Wiedersehen. Maddie und ich müssen jetzt eine neue Nanny suchen. Tut mir leid, Jerry. Ich weiß, wie sehr Sie diese Position wollten. Aber ehrlich gesagt sind wir total froh, dass Sie noch immer unser Boss sind. Ladies, nachdem ich Sie alle in Aktion gesehen habe, bin ich auch froh, dass ich immer noch Ihr Chef bin. Oh, und? Wie süß! Clover, ich weiß, du willst ganz schnell einen Freund finden, aber könntest du vielleicht etwas langsamer fahren? Ich bin das nicht. Das ist der NPU 3000. Das Ding hat anscheinend seinen eigenen Willen. Du musst dich einfach durchsetzen. NPU 3000, fahr langsamer. Los, Scheibenwischer, aufhören. Kofferraum schließen. Wer gibt denn nun hier die Anweisungen, Sam? Pass auf. Stopp. Ah!
weiß nicht. Hey, was ist denn mit dem Rothaarigen passiert? Und viel wichtiger, wo sind wir? Vielleicht ist das ja so eine Art 50er-Jahre-Themenpark. Ja, und das Thema lautet super süß. Geht es den Ladies gut? Also jetzt ja. In diesem Fall willkommen in den Ocean Palisades, eine Modellgemeinde, wie es sie sonst nirgends gibt. Ich bin Todd. Und ich bin verliebt. Ich meine, Clover. Danke, Todd. Ich bin Sam und das ist Alex. Entschuldigung, wir haben Ihr Tor ganz schön zugerichtet. Keine Sorge, Sam, das haben wir in einer Sekunde repariert. Wow, ich wünschte, Sie könnten das auch mit unserem Auto so machen. Unser Ort hat wirklich eine super Reparaturwerkstatt. Ich könnte euch so lange unsere Gemeinde zeigen. Dann geh vor, Traumpartner. Ich meine Todd. Weine nicht, Muffy. Wie interessant. Jeder, der in unserem Ort wohnt, springt sofort ein, wenn jemand ein Problem hat. Gut gemacht. Mann, haben die weiße Zähne. Und auch so reine Haut. Wir haben hier einen perfekten Zahnarzt und einen perfekten Hautarzt. Okay, also das wird langsam lächerlich. Läuft hier gerade ein guter Samariter-Wettbewerb oder sowas? Nein, unsere Bürger sind schon von Natur aus freundlich. Eben einfach perfekt. Freundlich finde ich gut. Und auf perfekt stehe ich auch total. Und das Beste kommt zum Schluss.